Gesunde Ernährung. Ich habe gedacht, heute in dem Video reden wir mal darüber, was heißt gesunde Ernährung oder was heißt einen gesunden Lifestyle zu führen. Viele kommen zu mir und sagen, Dominik, helf mir dabei, ich will mich gesund ernähren, ich will einen gesunden Lifestyle haben, ich will mich wohlfühlen. Frage ist, was heißt das denn überhaupt? Und ich muss da sagen, ich bin nicht jemand, wo jetzt die so starke Leitlinien hat, Paradigmen hat oder sagt zum Beispiel nur Paleo, nur vegan oder nur das. Hey, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin nur dazu da und sage, okay, wir können den Weg gehen, den oder den, wir kommen trotzdem an mein Ziel. So, und was heißt es jetzt, einen gesunden Lifestyle zu haben? Also für mich zum Beispiel, wenn ich dich so ein bisschen mitnehme, was für mich ein gesunder Lifestyle ist, auf jeden Fall ist eine Kernsache schon mal, ich schlafe richtig. Das heißt, ich schütze meinen Schlaf. Gehe am besten zwischen 22 und 23 ins Bett. Dann gucke ich, dass ich in 5 Minuten einschlafe. Um das hinzukriegen, brauche ich dann wieder gewisse Nährstoffe, die nötig sind. Dann ist für mich elementar wichtig, dass ich die Nacht durchschlafe. Wenn ich die Nacht nicht durchschlafe, weiß ich, dass mein Körper meistens ein Entgiftungsproblem hat. Es kann auch hormonell sein und noch ein paar andere Gründe. Und dann, wenn morgen der Wecker runtergeht, sollte ich am besten schon wach sein, weil mein Energielevel ist schon vor dem Wecker so weit oben, dass ich fit bin. Dann können wir mal in den Tag starten. Und das Erste, was ich dann tue, sage ich erstmal, hey, danke. Danke für diesen neuen Tag. Danke, dass ich wieder aufgewacht bin. Würde ich dir mal raten. Fang mit einer schönen Dankbarkeit an, nicht mit dem Stress und fang erst recht nicht mit deinem Handy an am Bett. Das Ding hat sowieso nichts bei dir am Bett zu suchen. Finger weg. Ohne Scheiß. Also weg damit. WLAN über Nacht auch ausschalten. Stört dich. Flugmodus ist auch nicht besser. So, also wir stehen auf, haben Power. Dann geht es erstmal in den Tag und ich überlege mir, okay, was will ich an dem Tag heute erreichen? Was ist mir wichtig? Was tue ich heute für meine Gesundheit? Du legst am Morgen schon den Grundstein für den Tag. Wichtig. Nicht gleich Handy, WhatsApp, Instagram, Telegram, Snapchat oder sonst was. Frag dich erstmal, bleib mal bei dir und frag, hey, was mache ich heute für meinen Tag? Was sind meine Ziele? Setz dich hin, schreib dir das auf. Das ist Gesundheit, weil du dich auf dich fokussierst und auf das, was du willst. Und dann geht es natürlich los, erstmal mit einem guten Frühstück. Wenn du es ein bisschen aus dem Chinesischen guckst, ist zwischen 7 und 9 Uhr sogar die beste Aufnahmezeit, um zu essen. Da hat der Magen die größte Power. Generell kannst du auch geistig am meisten lernen. Also bei mir gibt es ein gutes Frühstück, dann gibt es dazu auch ein Matcha mit einer Mandelmilch. Und dann werde ich am Morgen lesen, ich mache mein Italienisch, ich schreibe mein Erfolgsbuch. Also das hat für mich erstmal ganz viel damit zu tun, mit Gesundheit. Ich gebe meinem Körper was zu essen. Die ersten Vitamine kommen rein. Wasser kommt natürlich rein, direkt nach dem Aufstehen. Ich fange an, geistig zu konsumieren. Später im Laufe des Morgens mache ich natürlich dann auch Sport oder baue den Sport im Laufe vom Tag ein. Und der gesunde Lifestyle, du merkst schon, ich rede nicht nur von Ernährung oder von Training, weil es elementar wichtig ist, dass Gesundheit heißt, ich höre auf mich und tue das, was ich will. Ich bin bei mir. So. Und wenn wir jetzt am Morgen früh gestartet sind, dann auch noch mit einer kalten Dusche, also ich gehe jetzt nicht in jedes kleine Detail rein, ich will immer mein Energielevel oben halten, hey, ich will meinen Tag genießen, das ist mein Tag, mein Lebenstag. Ich will mich nicht ablenken lassen, ich will mich nicht anpissen lassen von Arbeitskollegen oder sonst was. Schütz deine Energie, das heißt auch, pump dich nicht mit der 20 Minuten voll oder der Bildzeitung. Red nicht mit Arbeitskollegen, die dich runterziehen. Red nicht mit Freunden, die dich runterziehen. Schütz deine Energie. Das ist für mich wiederum Gesundheit. Das ist Selbstliebe. Und was ich dir dann auch noch mitgeben will, ist natürlich, was sollte sein? Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Fix. Falls du je nachdem, nach Ziel kann man auch sagen, okay, wir machen noch 2 Zwischensnacks rein. Die Basis sollten auf jeden Fall 3 Hauptmahlzeiten sein. Die Hauptmahlzeiten sollten so aussehen, dass du mindestens 50% vom Teller ist Gemüse oder Salat. Dann hast du 25% Proteine drauf und je nachdem, was dein Ziel ist, entweder Fett oder Kohlenhydrate zu 25%. Dann ist natürlich im ganzen Tagesverlauf sehr, sehr wichtig, was du so an Wasser trinkst. Wasser first. Immer Wasser rein. Ganz arg wichtig. Und die Wasserqualität ist genauso wichtig. Ich habe zum Beispiel, ich mache jetzt hier die Videos, da hinten stehen von mir 1, 2, 3, 4, 5 Flaschen plus ein halber Liter Smoothie, der jetzt leer ist. Also ich gucke, dass ich den ganzen Tag meinen Körper mit Flüssigkeiten versorge, mit Smoothies, die ich mir selber mache, wo vor allem aus Gemüse bestehen, aus grünen Dingen. Das ist mir ganz arg wichtig.
Im Laufe des Tages mache ich natürlich da meinen Sport. Ich bin mit dem Hund auch draußen, ich gehe viel spazieren, ich gucke, dass ich auf meine Schritte komme, hier auf die 10.000. Und ja, das ist mal so mein grober Ablauf. Und das ist für mich auch wichtig, dass du das verstehst mit der Gesundheit. Gesundheit hat damit zu tun, dass du vor allem dich hörst. Was möchte dein Körper? Was sind meine Ziele? Auf was habe ich jetzt Lust zu essen? Ich plane mir das Essen ein. Ich kaufe mir ein, ich koche mir die Sachen, ich bereite mir die in Ruhe zu. Macht es nicht alles schnell, schnell. Das hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Hättest du ein geiles Auto da draußen, würdest du es auch putzen und pflegen und machen. Ne? Oder wie, wenn du einen neuen Partner hast, da bist auch mega bemüht. Guckst, dass du schön gerichtet bist, neue Klamotten, alles pipipi, pupupu. Und ja, am Anfang pflegst du es mega und am Ende lässt es ein bisschen nach. Und so pflegt dein Körper, so wie einen frischen Partner vielleicht. So kannst du es ein bisschen vergleichen. Acht auf das alles. Was ich dir aber mitgeben würde, ist, ich sage nicht, die Ernährung ist die hundertprozentig gesunde. Einfach, für mich ist gesund Lifestyle auch, ich achte auf meine Nährstoffe. Ich gehe auch mal zum richtigen Doc, wo ich meine Parameter abchecken lasse. Ich hole mir einen Coach an meiner Seite, wo mir auf der mentalen Seite hilft, zu mehr Selbstliebe, dass ich mehr positive Gedanken habe, dass ich glücklicher bin. Ich habe einen Coach an meiner Seite, wo mir hilft bei der Trainingsplanung, bei der Ernährung, bei der Entgiftung. Das ist für mich gesunder Lifestyle. Ich gucke, wo stehe ich aktuell, wo will ich hin. Und dann kriegst du diese Energie, dann kriegst du immer mehr diese Power und dieses Selbstvertrauen, wo du merkst, Mann, ist das geil zu leben. Ich ziehe mein Ding durch. Ich höre vor allem auf mein Herz. Das ist für mich auch ganz viel für deine Gesundheit. Hör nicht auf deine Gedanken, die bum 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 machen. So dieses erste Gefühl, wenn du spürst, es fühlt sich gut an, dann geh diesen Weg. Und wenn es sich nicht so gut anfühlt, dann lass diesen Weg. Aber das ist so, wollte ich dir mal so einen Einblick mitgeben, das ist für mich ein gesunder Lifestyle. Du bist auf Nummer 1. Gerade erst recht, wenn du vielleicht Mama bist, du bist auf Nummer 1. Vielleicht kannst du das nicht alles so einbauen, wie ich das aktuell kann. Aber eine Stunde vom Tag, die sollte dir gehören. Nur dir. Ohne Kinder, ohne Haustiere, ohne Musik, ohne Instagram. Nur du für dich, wo du vielleicht meditierst, da liegst, dich dehnst, draußen spazieren gehst, wo du auf deine innere Stimme hören kannst. Ganz arg wichtig. Und wenn du mal so die Basics mit drin hast, mit Sport, mit Schlafen, Trinken, 3 Mahlzeiten mindestens, ungefähr die Telleraufteilung, bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und was auch noch für einen gesunden Lifestyle enorm wichtig ist, guck, dass du dich wirklich von negativen Informationen abcuttest, von negativer Presse, von negativen Radiosendern oder sonst was. Ja, früher hatte ich auch alle Informationen parat. Aber dann habe ich gelernt, dass Nachrichten da draußen immer negativ sind und diese Negativität, die setzt sich in mir fest. Habe ich keinen Bock drauf. Weg damit. Mach nur die Dinge, konsumiere nur die Dinge, geh nur mit den Menschen rum, die dir gut tun, die dir Energie geben, wo du dich wohlfühlst. Und das ist ein gesunder Lifestyle. Yes, deshalb. Ich wollte dir mal so ein bisschen mitgeben, wie ich das sehe. Schreib es mal gerne in die Kommentare, was ist denn für dich ein gesunder Lifestyle? Lebst du deinen gesunden Lifestyle? Was hast du vielleicht für Fragen dazu? Soll ich da vielleicht noch ein Video zu irgendwas machen? Pack mir das liebend gerne in die Kommentare rein. Und ja, wenn du Bock hast, Dominik, ich will mehr dazu wissen, melde dich einfach. Du weißt, unten ist der Link drin, wo du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Und es war schön, dass du zugeschaut hast. Daumen nach oben, liken, kommentieren, gib mir ein bisschen Support für die Zeit und ich wünsche dir einen schönen Abend. Peace.